2 Jahre ist es her, da stand unsere Eintracht exakt an der gleichen Stelle. Pflichtspielauftakt, DFB-Pokal erste Runde, Waldhof Mannheim. Kapitän der Gastgeber Marcel Seger war damals schon mit dabei, beim geschichtsträchtigen 5:3 und erinnert sich trotz Niederlage gerne zurück. Unfassbar geil, erstmal volles Haus, ich glaube, wirkliches Fußballfest von der Kulisse her. Natürlich für uns ein überragender Start, ne? Ich glaube, der ein oder andere Frankfurter hat sich die Augen gerieben, als nach 10 Minuten dann 2:0 stand. Und ja, ich glaube dann, realistisch gesehen, ein bisschen glücklich, dass ihr mit 2 Schüssen dann direkt 2:2 vor der Halbzeit, also da saßen wir schon in der Kabine und dachten mir so, ey, so ein Aufwand betrieben und jetzt irgendwie nur 2:2, ne? Machen dann doch noch das 3:2 durch einen absoluten Sonntagsschuss und hätten vielleicht uns dann hinten reinstellen müssen, wollten dann noch weiter das Spektakel fortführen, aber dann hat man einfach die Klasse von Ante Rebic gesehen. Das war schon Wahnsinn. Waldhof-Coach Patrick Löckner hat ebenfalls Eintracht-Vergangenheit, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer und Analyst. Ist mit Alexander Schur und weiteren Legenden der Eintracht noch befreundet. Wetten hat er aber trotzdem nicht laufen. Wetten laufen da natürlich nicht, weil wir haben die absolute Underdog-Rolle, das muss man wissen. Also wir brauchen einen extrem geilen Tag am Sonntag und die Eintracht muss einen sehr schlechten Tag erwischen, damit wir da eine Chance haben. Aber auch die kleine Chance werden wir versuchen zu nutzen und werden alles reinwerfen, was wir zur Verfügung haben. Seger ist mit seinen Mannheimern nicht wirklich gut in die dritte Liga gestartet. 1 Punkt aus 2 Spielen. Dennoch geht der Capitano positiv ins Pokalmatch. Auf jeden Fall muss man dran glauben. Ne? Ich denke, es wäre, ja, ich glaube, wer in ein Spiel reingeht, Pokalspiel, und sagt, ja, ich bin dabei und ist alles gut, ne? Ist da komplett fehl am Platz. Deswegen, wir gehen da schon rein, um da die Sensation schaffen zu können. Wir wissen aber auch, dass es gerade gegen so einen sehr guten Gegner wie die Eintracht auch ein bisschen Matchglück braucht. Und ja. Jetzt schauen wir mal, wir müssen an unsere 100% kommen, wahrscheinlich auch noch drüber und vielleicht ist dann das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Coach Glöckner freut sich ungemein auf den Vergleich der beiden Clubs, für die sein Herz schlägt. Ich weiß vom letzten Heimspiel gegen Magdeburg, da waren wir glaube ich 7,5 gewesen und die Stimmung war schon extrem geil. Also das, was in dem Stadion fabriziert wird, ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und unsere Fans lassen sich bestimmt wieder was richtig Gutes einfallen und peitschen uns da gut ein, schätze ich mal. Auch wenn die Adler als Favoriten ins Match gehen, gewarnt sind wir nach der Partie von vor 2 Jahren allemal.